Für Nadine Federdrich endet die Saison mit grosser Desillusionierung. Cross-Country-Legende Dario Cologna lobt dennoch das Luzern und klassifiziert das Schwedenpaket aus dem entscheidenden Sprint. 17 Mutter Kathy und Vater Kurt hart Nadine Fendrich nach der verpassten Ball Chance. Tränen anstelle von unbegrenzten Jubel. Nadine Federdrich kämpft nach ihrem erfolgreichsten Winter mit der allerletzten Rasse. Es hätte zu einer absoluten Krönung werden sollen, endete aber letztendlich in Frustration. Die Kristallkugel wird im letzten Moment immer noch von ihr geschnappt, weil sie im Halbfinale bereits in Lahti abreist. Und weil das schwedische Team Maja Dahlqvist grosszügig unterstützt und so den Weg zum Bewertungssieg ebnet. Anschliessend spricht Federdrich von einer grossen Enttäuschung, aber es geht um die öffentliche Kritik an ihren Wettbewerber Mo Ilar, dachte sie, jetzt werde ich es dir zeigen. Der 27-Jährige war nicht länger genug als das Halbfinale. Schade, sagt die laufende Legende Dario Colna, die nach wie vor der einzige Cross-Country-Exponent in der Schweiz ist, dass eine Gewinne eines Gewinnen Kundenwelt kann. Ball. Im Fall des im vergangenen Jahr verwendeten Graubünden, der jetzt als SRF-Experte verwendet wird, war es sogar 8 mit 4 Siegen im Gesamtsieg und Erfolg von 4 Entfernungen. Cologna sagt sicher, Dahlqvist hat nach der Pause vom starken Team profitiert. Nadine hat zwar die Chance im direkten Duell mit ihr im Halbfinale und Dahlqvist setzt sich in Bezug auf den Sport durch. Nach verpasster Weltcup-Medaille in Planica ist es innerhalb eines Monats der nächste grosse Dämpfer für Federdrich. Sie schreibt Schweizer Sportgeschichte und ist jetzt erfolgreichste Cross-Country-Läufer aller Zeiten. Cologna betont auch, trotz allem war das eine sehr gute Saison. Sie hat einen grossen Schritt unternommen und war sehr konstant. Ihr Fortschritt in klassischer Technologie hätte es ihr ermöglicht, sich an der Vorderseite Weltspitze zu mischen oder sogar den Klang von vorne zu geben. Federdrich ist auch insgesamt zufrieden, der ehrgeizige Athlet hätte in der Saison vor dem Start nicht unterschrieben, sagt sie mit einem Lächeln, es ist noch besser. Sie wollte weiterhin an ihrer Explosivität arbeiten, noch besser unter schwierigen Bedingungen. Der Ball ist verschwunden. Ihr Ziel, die Sprint-Bewertung in den Top 3 abzuschliessen, Freund Elvis Fazliu, und als Saisonbelohnung und kugelförmiger Rost wartet der lang erwartete Corona im April aufgrund von Corona.